unsere Zusammenkunft heute wird als Versammlung im Sinne des Artikel 8 Grundgesetz angesehen. Das heißt, sie genießt Versammlungsschutz. Für ihre Versammlung gelten folgende Auflagen. Alle Teilnehmenden der Versammlung sind aufgefordert, eine qualifizierte Gesichtsmaske in Form von FFP2 oder OP-Maske zu tragen und einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Des Weiteren sind Personen ausgeschlossen, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen oder jegliche Erkältungssymptome haben. Das Abspielen von Musik während ihrer Versammlung ist untersagt. Weiterhin untersagt ist auch das Mitführen von Glasflaschen und alkoholischen Getränken. Sollten Sie Ihre Versammlung heute in Form eines Auszuges durchführen, ist dies nur möglich, indem Sie hier links herum in die Theaterstraße einbiegen. Hallo, geht's dir, Andreas? Und ins 50 geht. Was ins 50? Verstehe ich nicht.
Vielleicht.
Das kennen die aber nicht. Das ist ein Problem. In ihrem Wortschatz. Das kennen die aber nicht. Das kennen die. Nee. Man muss sie nur lang genug unter die Nase reiben. Andreas, bis Sonntag. 17 Uhr, Andreas. Ja. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Aber auf
Leute, denkt doch einfach mal nach! Mann! Dann tut man ganz fest, das wollen wir nicht. Was? Weil ich nicht mal die letzten Minuten Ich hab alles drauf hier. Oh. Wo kriegst du das? Genau, mach ich. Starfilm, das ist ein öffentlicher Ort. Bitte? Halten Sie bitte ein bisschen Abstand. 1,50 Meter Abstand, wenn Sie jetzt zurückgehen. Mehr als 1,50 Meter, okay? Danke schön. Okay. Hey,
Wird da gerade ein Arm gebrochen? Sehe ich das richtig? Dabei. Wissen Sie, was der Mann gemacht hat? Ja, deswegen müssen 10 Polizisten. Ich stehe hier 5 Mal auf einem Kopfknien. Mehr nicht, das reicht. Kommen Sie noch mal. Der ist unmächtiger Pfeifen, Alter! Pfui! Hä? Ist das gerechtfertigt? Hä? Bewusstlos, geil, oder? Super, ihr könnt stolz sein, ehrlich. Drauf! Der ist ohnmächtig, Mann, holt doch mal einen Arzt. Sau, was macht denn hier? Und sonst, wollen Sie uns auch erwürgen, oder was? Wollen Sie uns auch erwürgen? Ja? Wollen Sie das? Was wollen diese Diskussion? Die Diskussion, der ist ohnmächtig, nur mal weiter. Was wollen die für Unterstellung? Was ist, wir sehen es doch zur Unterstellung, ich hab's auf Video. Ja, da sehen Sie bestimmt auch, was der Mann gemacht hat. Was hat er gemacht, dass er jetzt ohnmächtig ist? Okay. Was rechtfertigt das denn? Bitte schön. Er wollte wohl wahrscheinlich vorbeilaufen, nehme ich an, oder? Wollte er das? Ja, vorbeilaufen. Bestimmt. Mit dem Fuß nach vorne. Super. Wir haben es vorhin auch gesehen. Es heißt wirklich, Aggressionen gehen viel verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Hierhin geht's weiter. Hey. Ja, ich gehe. Wir gehen. Ich geh doch, Mann. Alter. Was seid ihr für Leute, Junge? Was seid ihr für Leute? Wer hat mir, wer hat mich gehauen? Wer war das? Wer war das? Wer hat mich mit dem Schlagstock gehauen? Wer? Du? Hör auf. 1 gegen 1 sind sie nichts.